Was macht man mit der Corvette, wenn man Hunger hat? Man geht erstmal zum Mackie im Drive-In. Ist ja logisch. Wenn schon, dann stilvoll. Hallo, ein Veggie TS. Ja. Und ein Big Mac im Menü mit Pommes und Cola. Ketchup oder Mayo? Mayo, bitte. Noch einen Wunsch? Ja, und noch einen Cheeseburger dazu. Das macht 10,87 Euro, bitte. Super. Danke. Vielen Dank. Servus. Danke. Oh, Getränke heute. Nee. Ich wollte doch ein McSunday. Ach so. Scheiße, vergessen. Das ist schnell reingehen und mir einen holen. Ja, oder du stellst dich mir hinten hin und sagst, ich hätte doch gerne einen McSunday. Meinst du, das macht die? Ja, bestimmt. Super, danke. Wie viel PS hat? Fast 500. 500? 466 sind es. Ja, da geht schon was. Dankeschön. Danke, ciao. Was mit der Corvette bei Mackie anders? Schon witzig. Warum? Da wollen die alle gleich so, boah, da war noch so ein Asiate, boah, krass. Und dann einer hat mich dann angesprochen, so, wie viel PS? Das ist schon witzig. Und wie viel PS? 470 knapp. Ah ja, Mai geht schon. Oder nehmen wir mal. Ja, doch 470, ja. Aber viele denken, 470 ist gar nicht so viel. Das haben schon normale 5er BMW oder so. Aber man darf nicht vergessen, das Auto wiegt fast nichts. Wie viel wiegt der? Ich glaube 1,4. Oh, das ist echt nicht so viel. Ja. Für das Riesending. Ja. Krass. Er ist alles aus Leichtmetall, wenn Metall und viel Gewichtsreduzierung. Also es ist schon ziemlich krass. Und ja, genau. Deswegen zieht der auch ganz anders da als unser Dodge damals. Weil unser Dodge war ja wahnsinnig schwer. Stimmt. Okay. Ja. So, jetzt sind wir bei Mackie. Jetzt fahren wir heim. Und dann lassen wir den Tag ausklinken. Mit gesundem Essen. Beim Veggie Burger hatten sie übrigens. Sehr gut. Als Fahrer ist man wirklich da mit am Kämpfen, das Auto gerade zu halten. Aber wirklich.